live aus dem Ballhaus Rixdorf in Berlin-Neukölln. Stuttgart Late Night. Und hier ist Ihr Gastgeber, Benjamin von Stuttgart Barre. Guten Abend. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass auch Sie da sind. Schönen guten Abend. Da sind wir wieder. Hallo. Guten Abend. Wurde aber auch Zeit. Da sind wir wieder. Ja. Nach einer Woche Pause ausgesetzt, mal alles sacken lassen, mal alles neu bewerten, alles mal tabulos auf den Prüfstand. Moratorium letzte Woche gehabt, mal innegehalten, ganz neu nachgedacht. Vorbild auch hier die Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel ist dann aber in dieser Woche aktiv geworden mit ihrem Moratorium. Geht nach vorne und da gehen wir gerne mit. Angela Merkel hat jetzt, um rauszufinden, wie und ob es weitergehen kann mit der Kernenergie in Deutschland, eine Ethikkommission eingesetzt. Und der Vorsitzende dieser Ethikkommission ist Klaus Töpfer. Erinnern Sie sich an Klaus Töpfer? Legendärer Umweltminister, der hat den Deutschen schon mal große Panik genommen, große Umweltpanik in den 80er Jahren, als die Fische plötzlich alle nicht mehr so schmeckten, die Flüsse vergiftet waren. Da hat Klaus Töpfer gesagt, so schlimm ist es nicht, und ist in den Rhein gesprungen, todesmutig, und wieder aufgetaucht. Und er hat es überlebt und Deutschland atmete auf. Und das ist also der richtige Mann. Angela Merkel erwartet jetzt von Klaus Töpfer mindestens eine so große Mutprobe. Am tollsten wäre eigentlich Sushi essen mit Brennstäbchen. Und dann mit einem kräftigen Schluck E10 runterspülen, das Ganze. Das erwartet die Kanzlerin zu Recht. Klaus Töpfer war nicht ganz die erste Wahl. Eigentlich der beste Vorsitzende der Ethikkommission wäre ein anderer gewesen. Heiner Geißler, oder? Heiner Geißler wäre der Beste gewesen, aber der hatte keine Zeit. Der ist terminlich verhindert, ziemlich eingespannt im Moment. Er muss sich jeden Tag bereithalten, Heiner Geißler, als Ersatzmann bei Let's Dance. Aber angeregt von dieser Stimmung des allgemeinen Innehaltens und ganz neu auf dem Prüfstand rumdenkens, kann es für uns in dieser Woche nur einen Gast geben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sie da ist und heute mit uns tabulos über alles nachdenkt. Das klingt immer ein bisschen wie eine Kontaktanzeige in so einer Option, ne? Tabulos nachdenken. Tabuloses Nachdenken heute Abend hier mit einer Dame. Sie kennt die Politik von unten, von oben. Sie hat alles durchlitten, am eigenen Leib erfahren, auch Riesenerfolge. Und sie hat lange vor der Kanzlerin eine Denkfabrik gegründet. Sie ist also Profi im ganzen neuen Nachdenken und wird das heute Abend hier uns daran anweisen, das zu tun. Freuen Sie sich sehr auf meinen heutigen Gast zum tabulosen Nachdenken bei uns heute, Andrea Ypsilanti. Heute Abend hier bei uns und da wird tabulos nachgedacht. Mit Andrea Ypsilanti, das und vieles mehr heute bei Stuttgart Late Night. So. Ah. So eine Ethikkommission, das ist ja nichts Neues. Wir haben das hier schon seit langer Zeit. Die Kanzlerin hat es eigentlich hier bei uns abgeguckt. Denn wo wäre ich ohne meine Ethikkommission, ohne meinen Rat der Weisen, da oben in der Loge die Ethikkommission, Dr. Hajo Schumacher und General Schönbohm, guten Abend. Ah, endlich wieder komplett. Hallo. Lieber Herr Schönbohm, schön, dass Sie wieder an Bord sind, wie man so schön sagt. Sie wurden vertreten von Herrn Matussek. Und der hat das auch gut gemacht, aber jetzt sind Sie wieder da. Sie waren im Urlaub. Zwei Wochen, glaube ich. Ja, drei Wochen im Urlaub. Und hier haben Sie uns ein Foto mitgebracht. Das ist nicht, wie man jetzt denken könnte, der Bierpinsel Steglitz, sondern auch kein Atompilz oder Ähnliches. Nein. Das ist in der Wüste nördlich von Eilat, wo die Kupfergruben von Salomon es noch gibt. Oh. Dort ist diese Felsformation und da war ich mit meiner Tochter. Sie waren mit Ihrer Tochter im Heiligen Land und, ja. Und liebe jüngere Zuschauer, das ist nicht Disneyland, sondern unser emotional wichtigster Verbündeter Israel.
Also meine Tochter studiert Theologie, ist fast fertig. Und ich wollte mit ihr das tun, was ich immer mit meinen Kindern getan habe. Am Ende eines wichtigen Ausbildungsschrittes bin ich mit denen gemeinsam zu einer Urlaubsreise aufgebrochen in das Land ihrer Wünsche. Mit einem war ich in Nordamerika, anderen in Südamerika, und mit ihr war ich in Israel. Und Sie tragen im Urlaub nicht ganz lange Hosen. Shorts machen Sie auch nicht, aber ein bisschen hochgekrempelt. Nein, also da bin ich Kompromiss, nicht tabulos, aber kompromissbereit. Okay. Eine kompromissbereite Ethikkommission heute. Also schön mit Ihrer Tochter dort im Bildungsurlaub, so, nicht? Wenn bedeutsame Männer in die Wüste gehen, ja, wir wissen das von Jesus. Aber oder so, der war lange da, der war länger da, ich war nur kurz da. Haben Sie eine Erleuchtung? Ja, darauf reden wir nach der Sendung. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Ja, Erleuchtung während der Sendung haben wir eigentlich sonst gar nicht. Also, Das stört nur. Aber Herr Schönbohm, vielleicht hat man es, in Israel war es vielleicht nicht das Top-Talk-Thema, aber hier beschäftigt es uns doch sehr. Wahl in Baden-Württemberg, die im Superwahl, ja, die Wahl, auf die es wirklich ankommt, die einzig spannende, hat man da nicht so hier hinterm Stein, ist schon weg, drüber gesprochen wahrscheinlich, ne? Nein, Wahl in Baden-Württemberg interessiert in Israel nicht so, Hajo, bei uns aber sehr. Sehr viel noch bedeutendere Denker als wir sagen, davon hängt die Zukunft der Kanzlerin ab. Baden-Württemberg ist das Kernland. Jetzt am Sonntag. Jetzt am Sonntag der überaus charismatische Sympathieträger Herr Mappus. Es sind das kann man sagen, es sind also wenige Stunden eigentlich vor Öffnung und Schließung der Wahllokale. Der ist jetzt alles so offen. Weit runter mit seiner CDU. Er ist so weit unten, dass die anderen wieder hochgekommen sind. Rot und Grün zum ersten Mal Schwarz und Gelb überholen könnten. Und dabei ist noch nicht mal klar, ob der Grüne. Diese drei Männer können es im Moment, laut Umfragen, könnten alle von denen Ministerpräsidenten Baden-Württemberg werden. Das ist Nils Schmidt von der SPD, das ist der Amtsinhaber Stefan Mappus von der CDU und das ist von den Grünen der Herr Kretschmann mit Vornamen Wilfried Kretschmann von den Grünen. Der könnte der erste grüne Ministerpräsident überhaupt werden. Ne? Das ist die Lage. Jetzt erhöhen wir die Wahlbeteiligung, indem wir jetzt nochmal auf uns wirken lassen und wirklich gucken, wer von diesen dreien das Rennen wohl macht und sie auch ein bisschen unerlaubt vielleicht sogar noch beeinflussen und einfach mal uns die Kampagnen angucken, das, was jetzt in den letzten Tagen noch wichtig wird. Womit fangen wir an? Ja, die erste Wahlkampfdisziplin. Jetzt kann man nicht mehr, Programme sind jetzt wurscht in den letzten Tagen. Man kann sich die PDF runterladen, so, aber in den letzten Tagen jetzt die Hauptdisziplin Menscheln. Kann man sagen. Man muss jetzt als Mensch greifbar werden. Und da schauen wir uns mal zunächst den Herrn Kretschmann von den Grünen an, wie er es menscheln lässt. Also erste Kategorie im Menscheln. Schauen wir uns mal an. Einen Ausschnitt. Er lässt es menscheln im Wahlkampfbus. Schauen Sie mal. Wir wussten, dass es über meinen Gesundheitszustand eine Flüsterkampagne in der CDU gab. Dann hat noch Mappus mein Alter thematisiert. Und dann noch, das hat Mappus wirklich gemacht, mich als Attrappe vom Cem Özdemir hinzustellen. Das ist schon eine sehr unanständige Kampagne. Er hier, das ist wirklich unanständig. Als Attrappe von Özdemir, das ist natürlich. Also aber diese Flüsterkampagne, ich bin gar nicht so gut verdrahtet. Hajo, wurde dir das auch zugeflüstert, diese Ungeheuerlichkeit? Unheimlich. Herr Kretschmann ist nun mal der Älteste von den dreien, das muss man sagen. Aber keine Altersdiskriminierung. Nein. Sie würden das auch viel besser machen, aber nein, das ist eine andere Geschichte. Bin kein Grüner. Flüsterkampagne heißt, so kurz vor Toreschluss werden noch mal miese Gerüchte gestreut. Ja, ja? Ja, mach mal. Also der fährt mehr als 130 auf der Autobahn. Er fährt überhaupt Auto, wäre ja bei dem schon, dann wäre ja schon Ende wieder mit allen Träumen. Er gibt seiner Frau Tiernamen oder solche Dinge und das kann natürlich, wenn es spitz auf Knopf steht, entscheiden. Also das fand ich aber von ihm menschlich da im Wahlkampfbus. Dass er so offen drüber sprach. Dass er seine Verletzungen zeigt. Ja. Und damit sagen wir, ja, er ist irgendwie menschlich. Menschlich. Und jetzt schauen wir mal, menscheln, wie geht das beim Herrn Schmidt? Das liegt ein bisschen auf der Hand, wenn man sich das Foto anguckt. Es gibt gar nicht viele andere Möglichkeiten, aber er kann es auch. Schauen Sie mal, wie der Herr Schmidt menschelt. Gibt es ein Lieblingsgericht, das Sie auch selbst kochen können? Also ich krieg's ganz gut hin, so einen Reis zu kochen. Ja, und dann, wir auch noch. Ja, und dann, aber jetzt kommt's. Also ein bisschen Zwiebel und Gemüse und dann Fisch oben drauf mit Sahne. Das mit Sahne, Fisch mit Sahne. Fisch mit Sahne so. Das klappe ich, ja.
Fisch mit Sahne. Hier ist noch ein bisschen in den Mundwinkel. Fisch mit Sahne. Nils Schmidt, das ist aber wirklich für uns Frauen, ist das jetzt, geht's Richtung SPD. Das ist wirklich ja sehr schön gemenschelt. Moderner junger Mann. Also er meint vielleicht Schmand, sauren Schmand oder so. Ach, das Wort klingt schon so hässlich. Ja, türkisch so. Fisch mit Sahne. Er ist eher der seriöse Typ. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, dass er seiner Familie zu Weihnachten Folgendes geschenkt hat. Rauchmelder. Wirklich wahr? Das ist also sehr menschlich eigentlich. Aber danach gab es dann Fisch mit Sahne. Also Torte mit Sahne. Das ist Kochen, das ist, und auch gleich noch irgendwie türkisches Gericht. Das ist doch, da gehen ja ganz neue Wähler. Nee? Doch, auf jeden Fall, ja. Der ist für alle wählbar, der Schmidt. Guter Typ. Ja, dann. Fisch mit Sahne, Herr Schönbohm. Ja. Ist was für Sie? Also ich würde dafür für viele wählbar, aber ob er, Essen Leute will man nicht bei dem, ne? Bitte? Essen will man nicht bei dem. Sieht so mager aus. Schönbohm steht auf das grinsende Eisbein da in der Mitte. Das hier ist fit, ja. Vielleicht kann man so sagen. Ich glaube, man kann es so sagen. So. Das hier ist Fisch mit Sahne und das ist Sahne mit Fisch. Vielleicht so. Jetzt Kategorie Menscheln bei ihm hier. Bei Stefan Mappus. Das ist das schönst menschelnde Foto, das wir gefunden haben, wie er verträumt nach oben guckt und diese beiden, ja, was wird das gewesen sein? Karneval möglicherweise. Folklore-Gruppe. Aber interessanterweise haben die Rot und Grün als Farben. Scheiße! Ah. Oh Gott! Hat er gar nicht gemerkt. Also, obwohl, er ist der lachende Dritte, ist er irgendwie so Pressesprecher, oder? Pressesprecher ist also. Die Farben ihrem Karneval wollen nicht auf die Politik übertragen. Ja? Doch, auf jeden Fall. Nee. Das glaube ich, das ist er. Er hat ja keine Ahnung, dass Karneval fröhlich ist und nicht politisch. Also, Menscheln im Karneval heißt doch eigentlich Prost und mir doch egal. Mir nach. Und dafür ist er schon. Ne, das ist eigentlich schon sein Ding. Prost und mir doch egal. Also, führen und entscheiden ist nicht so sein Ding, das macht eigentlich Frau Merkel für ihn. Ja. Sind Sie im Kabinett da? Also, wie was kommt man so hört. Also, wer hat jetzt. Also, der spritzt ja hier ständig irgend so ein Zeug hier, der Hajo. Aber ich finde das toll, wie er Minderheiten verteilt. Aber er will ein bisschen kühlen. Hajo will ein bisschen abkühlen alles. Ja, ich mache mal ein bisschen. Brüht immer ein bisschen. Baden-Württemberg. Also, wer von den drei liegt jetzt vorne nach der Kategorie Menscheln? Wer ist Mensch? Noch eine Kategorie? Gut. Also, diese drei Männer wären gar nichts ohne ihre First Ladies. Und da fällt jetzt ihre Wahlentscheidung, glaube ich. Wir gucken uns mal an, wer hat die schärfste Braut zu Hause. Zack. So, da haben wir. Ei. Da fällt die Entscheidung schwer. Da ist für jeden was dabei. fangen wir mal an mit Nils Schmidt. Die Frau ist so ein bisschen frühe Helu Schröder. Und späte Christina Schröder. Späte, ja? Unsere Familienministerin ist auch so freche Kurzhaarfrisur. Ja, lieber eine Preiserhöhung als einen verstrahlten Garten. Das war das Original bei Anne Will, Helu Schröder. Aber sie ist, also das ist eine moderne junge Frau, steht vorne und er so ein bisschen schiefen Mund. Ich finde sie ganz sexy. Hier, die ist auch, steht mitten im Leben, die Frau vom Herrn Mappus, oder? Herr Schönbohm, das ist doch wirklich eine Frau, die hat viel gesehen. Die, also ich kann nur eines sagen, als Politiker brauchen Sie doch eine Frau, die Erfahrung hat, auf die Sie sich verlassen können. Und dann scheidet sie aus. Und die an Ihrer Seite steht. Und ob wie sie aussieht, ob sie nur ganz sexy ist oder weniger sexy, ist nicht entscheidend, denn er will doch gewählt werden und nicht die Frau. Ja, aber für die Fotos ist natürlich schon gut, wenn sie was hermacht. Und das ist bei allen dreien der Fall, dass wir uns nicht missverstehen. Es sind nur drei völlig unterschiedliche Arten, sexuell attraktiv zu sein. Da drüben beim Herrn Kretschmann, die First Lady, da ist so, er ist Oberstudienrat und es könnte sein, dass sie sich beruflich kennengelernt haben, oder? Ist das so eine Dame Edna-Brille, was sie da aufhat? Eine was? Also so eine auffällige Brille? Dame Edna? Das war doch früher mal so eine Transenmoderatorin, die so große Brillen hatte. Über welches Jahrhundert sprechen wir? Ja, Entschuldigung. Das ist immer wichtig, denn der nur über das 21. Wir haben jetzt viel gesehen, wir haben viel erfahren. Wir würden jetzt mal wetten, wer von diesen dreien am Sonntag als neuer Ministerpräsident aus dem
Wahlen hervorgeht. Es sind diese drei. Es ist Nils Schmidt mit der jungen Helu an seiner Seite. Es ist der Herr Mappus mit der mitten im Leben stehenden Ehefrau. Bodenständig. Bodenständig. Und der Herr Schönbohm hat ein bisschen ein Auge auf Sie geworfen. Und wir haben hier den Herrn Kretschmann, dessen Frau eine Brille hat. Auch eine Brille hat. Also, wer von den dreien wird es werden? Jetzt, wir haben geguckt, wer kann menscheln und wer hat die schönste Frau. Hajo, wer wird neuer Ministerpräsident Baden-Württemberg? Ehrlich wahr? Ja, der Grüne, der Herr Kretschmann. Erfahrung, Alter, ich weiß das zu schätzen. Also, der Älteste gewinnt. Heißt der? Das heißt, er gewinnt nicht, aber er ist dann durch die Koalition er wird der Stärkste. Und damit der erste grüne Ministerpräsident. Es wird dringend Zeit. Jetzt. Was? Wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte die Klatscher wieder zurückholen. Weil immer alles versprechen in der Opposition ist super einfach. Aber jetzt endlich mal selber regieren, ja? Also, das verstehe. Insofern wird es Zeit, dass die Grünen das machen, was die FDP vorgemacht so hat. So sieht's ja? aus. Dicke Hose, 2 Jahre regieren, bisschen dünneres Höschen. Und Herr Schönbohm, Ihr Tipp, wer wird Ministerpräsident oder bleibt es gar der Herr Mappus? Ich glaube, dass das bleibt. Denn Sie sind CDU-Mitglied und gucken jetzt aber ganz neutral neu drauf. Die Wähler entscheiden, ist auch gut so. Ja, aber wir wollen schon ein bisschen anheizen und mitbestimmen. Ich setze, und wir werden jetzt wetten, um was wetten wir, Hajo? Ich gehe jetzt mal ganz weit, ein Abendessen mit Frau Ypsilanti. Wow! Das will ich auch gewinnen. Also, dann. Ich würde es aber schön bummeln. Ich mach's auf der Pferderennbahn immer so. Ich setze auf den Außenseiter und da ist dann, wenn man gewinnt, die Börse hoch. Ganz hoch. Mein ist Fisch mit Sahne. Ich setze auf Nils Schmidt. Also, einer wird gewinnen von uns dreien und Gewinner ist, da haben wir Sie schon gefragt, Frau Ypsilanti. Ist das ein Angebot, was man abweisen kann? Bei Hajo kann man es nicht abweisen. Es bei kommt ein bisschen drauf an, wer gewinnt. Wollte gerade sagen. Okay, also, wir schauen nächsten Sonntag, wer mit ihr essen darf, dash muss. Mal gucken. Es fehlt noch jemand. Das Zünglein an der Waage. Eine entscheidende Frage dafür, wer von diesen drei Prachtburschen Ministerpräsident wird, ist natürlich, kriegt die FDP 4,9% oder 5,1%? Hatte jetzt auch so nach den Wahlen da in Sachsen-Anhalt. Hajo war Sachsen-Anhalt Sonntag, ne? Ja. Da sind Sie nicht reingekommen und so in der Stimmung insgesamt, auch gerade Außendarstellung, könnte man denken, FDP, das wird eng. Aber ich habe dann einen Spot gesehen von der FDP Baden-Württemberg und seitdem glaube ich doch eher wieder 5,1, dass Sie es packen. Schauen Sie mal. Das Zünglein an der Waage, FDP. Oh, bitte. Nicht gleich weggucken oder abschalten, nur weil Sie das FDP-Logo und so viel Gelb-Blau im Hintergrund sehen. Obwohl alles, was schreibt, spricht oder sendet in diesen Wochen und Monaten, auf uns eintrischt, geben Sie mir eine kleine Chance, für meine politischen Ziele und Vorstellungen zu werben. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich kann noch mal setzen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Davon kann man lernen. Ja, irgendein Mappus-Kandidat. Nicht gleich wegschalten. Geben Sie mir eine. Nicht so schlecht. FDP Baden-Württemberg, nicht so schlecht. Das sieht doch sehr nach. Wer war denn das eben von der FDP? Das war ein Mann von der FDP. Also, bitte nicht kein Spitzenkandidat oder so, kein Abgeordneter. Ja, sowas. Irgendeiner, der sich dazu erklärt hat. Jemand, der auf jeden Fall bei YouTube wirklich, es geht durch die Decke. Die Leute posten das, als gäbe es keinen Morgen. Ja. Und ja. Das ist ja auch richtig. Also, obwohl die FDP mit diesem Sport wirklich nach vorn geht, sind natürlich die Partei des Rechthabens im Moment, die Partei der Stunde, bleiben die Grünen. Und für die ist jetzt alles drin. Die können jetzt einen Ministerpräsidenten stellen, einen Kanzler vielleicht sogar demnächst. Vielleicht wird auch Maybrit Illner demnächst moderiert von einem Grünen. Es ist wirklich alles drin für die Grünen. Sie müssen nur noch eine Herausforderung meistern. Und das ist ein Besuch
von Gero Schorch, unser Mann fürs Grobe. Und der war mal bei der Landesdelegiertenkonferenz in Berlin und hat sich bei den Grünen umgeschaut. Schauen Sie mal. Der Parteitag der Grünen, ist das hier? Das weiß ich nicht. Ja. Wissen Sie zufällig, wo der Parteitag der Grünen ist, hier? Nee. Ich bin dann einfach dem Biomüllgeruch hinterher und schon war ich mittendrin im braunen Salon, im grünen Saal. Keine Sekunde zu spät. Höchste Spannung hier auf der Landesdelegiertenkonferenz in Berlin. Renate Künast, die Spitzenkandidatin, wird hier gleich ihr Wahlprogramm für die Hauptstadt vorstellen. Und ich werde ihr auf den Zahn fühlen, dort, wo es weh tut. Und ja, falls es nicht klappt, werde ich mir ein paar Öko-Hühner, ein paar Müsli-Mädels schnappen und überprüfen, ob die zum 68er-Erbe der freien Liebe noch stehen. Wenn Sie sich in so einen Zuschauern kurz vorstellen, wir kennen Sie nicht. Erraten Sie mal. Herbert? Nee. Gustav? Nee. Manuel? Nee. Jochen? Nee. Ach, scheiß drauf. Und außerdem kommt da schon mein nächster Interviewpartner, Hans-Christian Ströbele. Aber Geduld, Christian. Erst muss ich zur Chefin. Noch schnell die Hose zugemacht, die Schuhe geputzt. Ja, Etikette war bei den Grünen schon immer das A und O. Ja, was passiert? Oh, nee, Soll es so sein? Nein, das muss nicht so sein. Das machen Sie nicht oft, ne, mit der Krawatte. Na, zumindest bei anderen Menschen ist es manchmal besser gebunden, aber das kann noch werden. Da werde ich von Christian Lindner mir noch eine Scheibe abschneiden. Herzlichen Glückwunsch, Frau Künast, zu Ihrer brillanten Rede. Da ging es um die Startbahnen, wo jetzt von den Grünen, glaube ich, Tempo 30 gefordert wird. Wenn wir, das ist eine gute Idee, gleichwohl mit Tempo 30 das Flugzeug nicht abhebt. Auf so viel Aerodynamik will ich hinweisen. Apropos Aerodynamik. Sie verzeihen, wenn ich Sie kurz anspreche. Sie sehen relativ wichtig aus. Ich bin von der Presse und interessiere mich natürlich für alle Menschen, die Verantwortung tragen. In welcher Funktion sind Sie hier? Ich bin Delegierte. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen, ich kenne Sie leider nicht. Sie müssen mich auch nicht ohne weiteres kennen. Ich gebe Ihnen mal meine Karte. Ich werde die Karte einfach aufheben. Keine Ahnung. Mal gucken, was ich dann damit mache. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich mal anrufen. Also das roch schon verdammt nach 68ern und freier Liebe, aber da muss es doch noch mehr geben. Was ist dann sozusagen die nächste Stufe der Selbstbefreiung? Ach, das tut wirklich gut. Oh, Moment, Herr Bütikofer. Herr Bütikofer, ich würde Sie ganz kurz bitten, entschuldigen Sie, ich habe hier... Was ist Sie denn da? Wir haben gerade eben das Modell der freien Liebe diskutiert. Oh, das will ich nicht diskutieren. So, ein relativ zäher Parteitag geht hier zu Ende. Für mich war es ein persönlicher Erfolg, zumindest bei den Frauen. Und die Bio-Äpfel machen mich nicht richtig breit, deswegen gehe ich jetzt rüber zum CDU-Parteitag. Da gibt es ein anständiges Pilz. Gero Schorch, hautnah. Da hat's gefunkt, Gero Schorch bei den Grünen. Und sie hat sich bis jetzt nicht gemeldet, leider. Bitte vielleicht mal anrufen, dann Gero. Wir kommen jetzt. Da hat's gefunkt. Wow. Bei den Grünen und beim Gero. Wir kommen jetzt zu meinem Gast und ich bin sehr froh, dass sie da ist heute Abend, um mit uns tabulos neu nachzudenken. Alles auf den Prüfstand. Dafür ist sie die richtige Andrea Ypsilanti. Hajo, jeder kennt sie. Ganz kurz von dir zusammengefasst, Leben und Werk. Also sie kommt aus Rüsselsheim, ihr Vater bei Opel, da wo ich glaube Norbert Blüm und Joschka Fischer hatte auch mal versucht zu arbeiten. Was hat sie gemacht? Soziologie, Pädagogik, Politik studiert in Frankfurt bei den Jusos. Jetzt skippen wir gewesen. So ein bisschen vor, so vor 2-3 Jahren, was war da los? Und jetzt SPD. Genau machen wir den großen Sprung. Sie war die Hoffnungsträgerin der SPD, eine bekennende Linke und hatte dann hinter dem unschlagbaren Roland Koch mit 0,1% ihre SPD da so rangerückt. Und wollte dann ganz mit den Grünen unter Tolerierung der Linken, hatte aber vorher im Wahlkampf gesagt, das machen wir nicht. Ja, und das dann, kam das, nicht so gut an. Da haben dann die Konservativen auf einmal Anstand, Ethik und all dieses entdeckt. Ja, ja, da haben sie total empört, so wie jetzt Herr Schönbohm gerade. Ja, ja. Bei Gutenberg war das nicht so schlimm mit dem Anstand, aber bei der Ypsilanti war das ganz also, wichtig. Naja, aber das ist ja bei der, also da die hessische CDU ist nun wirklich berühmt dafür, dass sie... Ganz anständiger Laden. Nein, wir, ja, also, Kanter, also,
Doch, also, ja, ein ganz sauberer. Das ist ja immer Folsom also, Prison eigentlich da. Das ist ein ganz sauberer Laden. Also wir, also, und da gab's wir reden doch wir reden über Frau Ypsilanti, ne? Ja, Frau Ypsilanti. So, ja. Frau Ypsilanti. Ich wollte mal fragen. Und dann wurde es ein bisschen ungerecht, ja, weil Hannelore Kraft regiert jetzt in Nordrhein-Westfalen eigentlich so, wie Frau Ypsilanti in Hessen auch hätte regieren können. Sie hat es erfunden. Minderheitsregierung. Was er nicht versteht, ist Folgendes. Dass er nicht begriffen hat, wenn man etwas zugesagt hat vor der Wahl, sollte man es halten. Und sie hat gesagt, ich schließe es aus, eine Minderheitsregierung zu bilden unter Duldung der Linkspartei. Ihre und Kanzlerin sie, und hat lass mich ausreden. So war es doch. So war es doch. Ja, gut. Ja, Ihre wohl, Kanzlerin hat nicht meine, auch gesagt, wir meine, verlängern die Laufzeit. Ganz kurz, und jetzt ganz kurz. Nicht, ja. Hallo, wir reden hallo, über das Strunz ist hier. Wir reden, yeah! Wir reden über Frau Ypsilanti. Gut, wir reden über Andrea Ypsilanti und sie kann uns auch schon hören. Kann das erklären. Ja. Sie wird das jetzt alles gleich erklären, aber man nicht, muss noch zwei Sachen dazu sagen. Bitte. Einmal die Energiewende. Sie wollte schon damals die Energiewende und sie hat dieses Institut für solidarische Moderne. Wird sie uns jetzt alles gleich erzählen? Ich finde, sie hat eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Chance verdient. Und sie wird jetzt uns das alles erklären, worüber sich die beiden oben da eben fast die Messer aus der Hose geholt und an die Kehle und so weiter. Freuen Sie sich auf meinen Gast. Sie polarisiert sehr, da oben, schön rum, stinkesauer. Jetzt bei uns, Andrea Ypsilanti. Hallo, ich freue mich sehr. Hier kurz im Stehen. Ein paar schnelle Fragen im Stehen. Ihre Fans. Frau Ypsilanti, das tut gut, dieser Applaus. Sind Sie mit Leib und Seele aus Rüsselsheim? Ja, eindeutig ja. Andrea Ypsilanti, ist das neben Elvis Presley der am leichtesten zu merkende Name der Welt? Er prägt sich sehr schnell ein, ja. Sollte Hessen jetzt im Alleingang Libyen angreifen? Wäre eine kleine Überforderung. Libyen. Schönes Gefühl, mal wieder im Fernsehen zu sein? Ja, ich war sehr zurückhaltend in den letzten Jahren, aber ist ganz nett, weil ich bin auch nett empfangen worden. Danke. Ja, mir hat es auch schon nach einer Woche schon gefehlt. Der Druck, der Stress, das Geld, man braucht es. Hier bitte mit Ja antworten. Haben Sie in den letzten 2,5 Jahren viel Leid, aber auch viel Zuspruch erfahren? Ja. Genug geschämt? Ich habe mich nicht geschämt. War das zwischendrin eine Option, dass Sie wieder Stewardess bei der Lufthansa werden? Nee, ich glaube, dazu war ich sowieso dann zu alt. Ist auch zu anstrengend. Ja. Also da kann man nicht zu jeder Zeit wieder einsteigen. Ne? Es gibt bestimmt Stewardessen, die sind in meinem Alter noch aktiv, aber die sind dann auch nicht ausgestiegen. Wenn man mal draußen ist, dann wieder einsteigen schwierig. Ja. Ja, es gibt auch nettere Sachen. Finden Sie es eine gute Idee, dass die Lena Meyer-Landrut jetzt direkt noch mal beim Eurovision Song Contest antritt? Ich wünsche ihr viel Glück. Fühlen Sie mit Gutenberg? Naja, also auf der persönlichen Ebene war der Verriss schon heftig. Ja, war schon sehr Verriss. Heftig. Ja, in den Medien, ja, weil er eben nicht getan hat, was man hätte tun sollen, gleich die Konsequenz ziehen. Er hat es hinausgezögert Fühlen und musste Sie dann. Da. Ich habe aber kein Mitleid, also das kann ich jetzt nicht haben sagen. Haben Sie nicht? Nö. Oh, Sie kennen das doch, wenn es ein bisschen eng wird. Genau, und ich habe es ja auch ausgehalten. Ah, soll er auch? Ja, ist ein Mann, oder? Die kann das noch. Das wird allgemein so gefunden. Ihr Gruß an den FAS-Politikchef Volker Zastrow, der das Buch Die Vier, eine Intrige geschrieben hat. Kurzer persönlicher Gruß vielleicht. Ich rede weder mit noch über Herrn Zastrow. Yoga-Fan Ypsilanti? Nee, ich mache im Moment kein Yoga mehr. Ich gehe joggen und ich mache Krafttraining. Ja. Mit Hanteln und so. Ja. Man sieht's. Ja. Toll aus. Andrea Ypsilanti. Für was gab es eigentlich den Clara Zetkin-Preis? Für mein Engagement, für mein politisches Engagement und als bekennende Linke für politische Themen, die zum Wohle der Gesellschaft sich auslegen. Und Clara Zetkin das war gibt's eine. Das gibt es eben auch, ne? Das müsst ihr eben schön machen. Es gibt auch linke Dienste zum Wohle der. Ja, und Clara Zetkin war ja nun eine Kämpferin auch für Frauenrechte. Also Wahlrecht für Frauen alles und so weiter. Schön rum. Ja. Clara Zetkin wollte ein sowjetisches Deutschland haben.
Ja, aber Clara Zetkin war eine Kämpferin für ihre Frauenrechte und dafür habe ich den Preis bekommen. Dafür habe ich das ist in Ordnung. Aber sowjetisches Deutschland wollte ich Clara Zetkin nicht. Wollen Sie aber nicht. Ich glaube, das ist jetzt heute damit es nicht so wieder Missverständnisse gibt und wieder ein SPD-Vorsitzender zurücktreten muss. Sie wollen kein sowjetisches Deutschland. Also ich halte es für die Fanin. Nicht ausweichen, jetzt muss ich dranbleiben. Sie, Andrea Ypsilanti, wollen kein sowjetisches Deutschland. Nein, komische Frage. Nein, komische Frage. Nein, komische Frage. Gut. Margot Käßmann vor Präsident. Also Margot Käßmann ist eine unheimlich sympathische Frau, ja, die zum Beispiel gleich die Konsequenz gezogen hat. Und ich glaube, sie will auch noch was werden und sie kann noch etwas werden. Und das muss sie selbst entscheiden. Aber ich finde sie sehr gut. Ja. Don't drink and drive. Ja, so ist es. Welcher Kosmetiker in Frankfurt Niedererlenbach macht die besten French Nails? In Niedererlenbach gibt es, glaube ich, niemand, der French Nails macht. Wer macht denn das dann? Ja, Bad Vilbel. Das ist um die Ecke. Wie heißt der? Bad Vilbel. War da nicht das Möbelhaus, in dem der Ding sich aus dem Fenster? Was war denn in Bad Vilbel? Was? Das war, muss lang vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, aber ich hab's mit. Aber meine Kosmetikerin, das will ich gerade mal sagen, meine Kosmetikerin, die Nägel macht, mhm, ja, die hat immer gesagt, sag doch irgendwann mal, dass ich das mache, weil man sieht. Wie heißt sie? Sie heißt Frau Noé. Frau Noé. 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 Macht tolle sie Nägel. Sie machen das gut in Bad Vilbel. Die wird sich freuen, ja. Dieser Schlagersänger, der aus dem Fenster gesprochen hat. Möbelhaus. Rex Gildo. Ja, im Möbelhaus in Bad Vilbel. Das weiß ich nicht. Auftritt abends aus dem Fenster. Genau. War das in Bad Vilbel? Das war, glaube ich, ein Möbelhaus in Bad Vilbel. Ich war da auch. Bad Vilbel weiß ich nicht, aber ich weiß, dass es schon. Aber die Frau Noé macht tolle Nägel. Ja. Welches Geräusch macht Ihr Handy, wenn der Thorsten Schäfer-Gümbel Sie anruft? Mein Handy klingelt, außer wenn mein Sohn anruft, immer gleich. Und es ist ein ganz normaler Klingelton. Keine Extravaganzen. Oh, ruft er oft an, der Schäfer-Gümbel? Wir telefonieren häufig, ja. Sagt Ihr Sohn weiterhin, nicht überheblich werden? Ja. Ja. Nur nicht überheblich werden, ja, ne? Es ist ein Leitspruch meines Sohnes. Nur nicht überheblich werden. Ist der Frühling nicht was Wunderbares? Toll. Ich genieße es. Wollen wir uns setzen? Ja. Andrea Ypsilanti. Schön, dass Sie da sind. Wir bauen da jetzt mal was auf. Nicht, dass Sie erschrecken. Spielen wir gleich noch ein bisschen was. Gerne näher rücken, solange Sie kein sowjetisches Deutschland von mir wollen. Was soll denn das sein? Ein sowjetisches Deutschland? Hat Clara Zetkin gesagt, ja, sagt der Schönbohm. Warum steht das heute zur Debatte? Oder? Steht nicht bei Schönbohm immer zur Debatte. Es steht bei Herrn Schönbohm immer zur Debatte. Also das müssen ganz tiefe Ängste sein. In dieser Woche des Innehaltens, des ganz neu über alles Nachdenkens. Es kommt ja im Moment alles auf den Prüfstand. Und da sind wir froh, dass Sie da sind als Vordenkerin. Da haben Sie Maßstäbe gesetzt. Hajo hat es schon kurz eben gesagt. In der Energiepolitik zum Beispiel, da haben Sie schon vor allen anderen gesagt. 2006 hatten wir in Hessen schon das erste Ausstiegsprogramm. 2006. 2006 ja, haben Sie gesagt, raus aus der. Ja, das habe nicht nur ich gesagt, sondern ich hatte einen sehr prominenten und wissenden Menschen an meiner Seite, der leider nicht mehr lebt, Herr Dr. Hermann Scheer, ja, der für mich dieses Konzept geschrieben hat. Da sitzt ein Fan von Hermann Scheer. Ja, der hat viele Fans weltweit. Aber da, einmal aufstehen, so sehen Fans von Hermann Scheer aus. Bitte mal in die Kamera dann. Hallo nach Stuttgart. Und das war ja eigentlich damals sozusagen ein Radikalprogramm, jetzt ist es Konsens. Also es war nicht nur, wir haben nicht nur ein Programm gehabt, Ausstieg. Also wir hatten ein Programm, Ausstieg aus Atomenergie, bis 2012 wollten wir da raus. Und dann hatten wir noch ein Ausstiegsszenario Hessen ohne fossile und atomare Energie bis 2025. Und dann kam, ein bisschen schlampig zusammengefasst, Volker Bouffier. Also irgendwann. Okay. Also Sie sind Vordenkerin. Okay. Und Sie haben, deshalb haben wir Sie eingeladen, weil wir jetzt alles neu auf den Prüfstand stellen müssen. Sie als Top-Vordenkerin. Sie haben eine Denkfabrik gegründet. Also vor nicht allzu langer Zeit, deutlich vor der Ethikkommission. Eine Denkfabrik. Ja. Ein Institut für? Solidarische Moderne. Solidarische Moderne. Ja. Ist das? Ja. Ist okay, ne? Solidarische Moderne ist schön, wäre schön. Keine schlimmen Begriffe. Institut. Institut Solidarische Moderne, ja, das ist ein Verein, da kann jeder Mitglied werden und wir freuen uns über jedes Mitglied. Und haben Sie aber drauf, so verbindlich.
verbindlich Mitglieder herbeilächeln. Also das sind, Sie nennen das Denkfabrik. Nein, wir haben jetzt eigentlich beschlossen, von der Denkfabrik wieder ein Stück abzurücken. Wir sind Denkfabrik, aber wir sind vor allem Programmwerkstatt. Denn ja, Denken ist gut, das ist wichtig, aber aus dem Denken muss ja was folgen. Also programmatisch exakt arbeiten. Und wir hängen noch ein bisschen hinterher, während Sie, das ist das Wesen der Denkfabrik, immer schon voraus. Sie sind schon wieder was anderes. Wir sind immer noch Denkfabrik. Das finden wir so okay gut. Okay. Und wir haben hier etwas aufgebaut, das werden wir jetzt gemeinsam, wir haben auch ein Moratorium hinter uns und wollen jetzt zusammen hier ganz neu radikal alles auf den Prüfstand mit der Denkfabrik-Erfinderin Andrea Ypsilanti. Stellen wir uns hier ans Fließband und dann kommen von da Denksportaufgaben, große Probleme, die ganz großen Fragen. Und wir beiden werden das jetzt gemeinsam hier in der Fabrik, in der Denkfabrik bei Stucki. Oh, das muss ich aber nicht aufsetzen, sehr so hässlich, oder? Nein. Wir alle haben gesehen, wie schön Sie sind, auf damit. Doch. Kommen Sie, so lustig. Ja, ja, ist doch total lustig. Also, ich hasse es ja, wenn man mich so zum Affen machen will, ja? Nein, nein, nein. Nee? Nein, das macht man hier selbst. Also, jeder macht es selbst. Machen Sie mir eine Kamera, dass ich das so ein bisschen... Dass Sie das denken, ist doch nicht aseptisch. Das mit dem zum Affen machen, das ist nur ein Angebot. Da müssen Sie aufpassen mit dem Ton. Ich muss nicht aufpassen, ich habe mir sagen lassen, dass ich das rumkriege. Sie hat sich das alles sagen lassen und sie kokettiert mich. Ich muss auch manchmal was sagen. Aber zum Affen gemacht wird hier niemand, wir bieten es nur an. Jetzt ziehen wir uns zum Beispiel noch Handschuhe. Hier sitzt ein Werktätiger. Hallo? Erlebt, okay. Der Herr Schäfer-Gümbel, der passt ein bisschen auf. Ziehen wir uns Handschuhe an und würde dann kommt sich, jetzt hier würde sich nicht mehr zu Füßen setzen. Denkfabrik ist ja ein herrlicher Begriff. Ne, eigentlich sind ja Fabriken sozusagen das Ende von Denken, ne, ja, in der Produktion. Genau. Wenn wir das mal so, das, wo was rauskommt, ja. Also es ist gedacht worden, dann kommt die Fabrik, aber Sie machen eine Denkfabrik. Ja, wir das denken hat da mich sehr angeregt. Mal bitte die erste Denksportaufgabe am Förderband mit Andrea Ypsilanti und Thorsten, passt auf. Die erste Denksportaufgabe. Was haben wir da? Ein Kubiks mit einer verbunden mit einer Frage, ein Zauberwürfel. So hasse ich ja die Dinger, ja. Bringen Sie den Zauberwürfel in Ordnung, alle Farben auf je eine Fläche. Ja, klar, ach, Zauberwürfel. Ist nichts für die Denkfabrik? Nee, das, also in so Kleinigkeiten denken wir nicht. Wir denken in Preise. So Kleinigkeiten wird in dieser Denkfabrik nicht. Bitte größeres Problem. Das ist zu klein für uns. Ah, das ist schon besser. Das ist schon besser. Also ich würde sagen, die Frage, die hier auf der Karte sich an uns, die Denkfabrik, richtet, ist das Geburtsjahr vom hier abgebildeten Volker Bouffier. Der ist jetzt in Hessen das, was Sie auch fast da, ne? Ministerpräsident. Er ist älter. Er ist älter als Geburtsjahr. Als Koch, und Koch war so alt wie ich. 57. Dann würde ich sagen, er ist Jahrgang 52. Fast. Da oben, er weiß es besser, Hajo hat die Biografie von Roland Koch geschrieben und kennt sich in diesem Sumpf, der ihr Bundesland ist, aus. Ja, also Buffy ist ein ganz alter Kumpel von mir, 1951, ja, glaube ich. Fast. 51, 52 ist nicht schlecht. Denkfabrik mit Ergebnissen. Bitte das nächste Problem. Das läuft doch sehr, sehr gut in der Denkfabrik. Hier haben wir Mann, Frau, eine Frage so alt wie die Menschheit, eine DVD verbunden mit dieser Frage. Frage an uns hier in der Denkfabrik. Wie schaffen es Mann und Frau in einer modernen Partnerschaft eine gemeinsame Sprache zu sprechen? Oh. Das schauen wir uns jetzt mal diese DVD an. Und Sie achten mal genau auf den Mann, der rechts im Hintergrund steht. Ja, für diese Frage. Ach, okay. Okay, mal angucken. Wir haben für eine andere politische Kultur in diesem Land gekämpft und wir haben gewonnen. Noch einmal kurz der Mann hinten rechts, das ist zu schön. Bitte noch mal diese DVD anschauen. Wir haben für eine andere politische Kultur in diesem Land gekämpft und wir haben gewonnen. Hinter Ihnen, das war Ihr Mann? 100-mal gesehen. Ja, ja, das war mein Mann. Wollen Sie noch mal sehen? Nein, ich kenne meinen Mann jetzt schon so viele Jahre. Das ist halt so, wenn man über alles zu Hause sehr intensiv spricht. Und Sie verstehen immer sich wieder, blind. Immer, ja. Das finde ich wirklich schön, wenn man in einer Beziehung dahin kommt, dass man, dass nur noch einer sprechen muss. Dass die Frau, es geht mir ein bisschen gegen den Strich, aber sei es drum. Ja, das würden Sie nicht so gut verkraften.
Doch. Ne? Doch, doch. Meine Freundin redet auch sehr, sehr viel gern. Aber ich sage ganz selten, bewege ich die Lippen wirklich. Sie kommt zu Wort? Lippensynchron bin ich ganz selten zu Hause. Können Sie mal sehen, wie nah wir uns sind? Das nächste Problem. Toll gelöst. Haben wir es gelöst? Ja. Wie machen Sie das? Stopp! Wie machen Sie das mit Ihrem Mann? Was Ihr Erfolgsgeheimnis für die Denkfabrik, dass wir hier was mit rausnehmen aus der Denkfabrik? Wir lassen uns viele Freiheiten. Wir haben beide einen tollen Beruf und einen guten Job, und den wir lieben. Wir lieben unser Kind. Wir haben 15 Jahre in der WG gelebt. Da kommt man sich auch nicht so. Wie schafft man es, dass man gut klarkommt? Dass man eine Sprache spricht? Die Liebe ist die Grundlage. Die Liebe, ja. Ganz leicht. Ah ja. Mädchen. Verbunden mit einer Frage. Können Sie vorlesen? Wie schaffen wir es, den Menschenschlechter Gaddafi ohne Blutvergießen vom Massenmord am eigenen Volk abzuhalten? Ja. Das ist seine Mütze, nur echt eigentlich mit altem Auto und Regenschirm. Ja. Wie schaffen wir das? Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann. Dann wären Sie nicht hier, ne? Würde ich zur NATO eingeladen. Das ist das Schichtende hier in der Denkfabrik. Er geht nach Hause, geht die Brote essen. Liebe Frau Ypsilant, jetzt haben wir nur noch wenig Zeit, aber so viel Zeit muss sein. Sie kommen jetzt hier und haben diese Kamera und können jetzt, das wollen Politiker auch immer gern, noch mal eine Botschaft nach draußen. Sie als Schichtleiterin hier bei uns in der Denkfabrik, dass Sie 30 Sekunden lang mal zusammenfassen, was wir heute gedacht haben hier am Fließband in unserer Denkfabrik, dass Sie noch irgendwas, einen Gruß an Ihr Nagelstudio vielleicht, und dass Sie unseren Gast nächste Woche ankündigen, Sarah Wagenknecht. Bitte, 30 Sekunden, Ihre Kamera. Andrea Ypsilanti. Also, in unserer Denkfabrik geht es um mehr als um kleine Knobelaufgaben, sondern da geht es um die Denken von großen Konzepten, vor allem in der Frage Energie und Soziales. Und da engagieren sich ganz viele Menschen, da muss man auch gut aussehen, deshalb, ja. Aber es engagieren sich viele Menschen, viele Parteien, und eine, die sich an dieser Stelle auch engagiert, ist Sarah Wagenknecht, und die sehen Sie nächste Woche. Toll, toll gemacht. Vielen Dank, Andrea Ypsilanti. Nächste Woche bei uns in der Denkfabrik ist Sarah Wagenknecht. Vielen Dank, Andrea Ypsilanti. Herzlichen Dank. Danke, Andi Lohse. Die Denkfabrik. Denkfabrik ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich. Deshalb haben Sie es so genannt, oder wie? Nein. Das war der erste Impuls. Think Tank. Super. Aber die Gaddafi-Mütze.